Ja, guten Tag. Ich bin Eckhard Böhm, einer der Gästeführer hier in der Arche Nebra. Ich wohne eigentlich in Naumburg, fahre aber gern hier raus zum Besucherzentrum der Arche Nebra, um unseren Gästen, unseren Besuchern die Schönheiten, die Besonderheiten, insbesondere unserer Heimat vorstellen zu können. Und dazu gehört nun einmal die Himmelsscheibe von Nebra. Und es ist einfach interessant und macht viel Spaß, immer wieder mit anderen Gruppen, anderen Menschen zusammenzutreffen, Gespräche führen zu können und die Besonderheiten, die Schönheiten unserer Heimat erklären zu können. Guten Tag, ich bin Dietmar Luther, bin Gästeführer hier in der Arche Nebra. Ich komme aus Nebra und bin seit 2007 hier im Haus Gästeführer und erzähle den Menschen die Geschichten und die Geschichte um die Himmelsscheibe und alles, was da drumherum passiert ist. Und es gibt ja außer den Führungen hier im Hause noch andere Möglichkeiten, die Geschichte zu erkunden, nämlich bei Wanderungen zum Turm hoch, zum Fundort der Himmelsscheibe. Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin Gisela Jäger, Gästeführerin in der Arche Nebra seit 2007, das heißt seitdem das Haus hier eröffnet wurde. Und es ist für mich jedes Mal eine Freude, wenn ich dann sehe, wie die Gäste immer mehr Feuer fangen, wenn sie zünden, wenn sie Fragen stellen. Und in diesen Gesprächen ergibt sich dann so vieles, was man auch noch vorstellen kann. Natur, Kultur, Historie, das ist ganz eng miteinander verknüpft. Und wenn man das so richtig schön den Menschen nahe bringt, mit kleinen Geschichten, Anekdoten, dann merkt man, dass die Menschen immer mehr Begeisterung für unsere Region entwickeln. Und das ist die große Freude als Gästeführer.